Und auch da macht die Su eine super Figur. Russin heute. Ja, quasi du sagst es, es können halt nur die Russen und du stellst du mit. Die 14er Nacht herrscht nicht unempfindlich, man muss eine Mitleitführung bauen, um die Kühlung der hinteren Zylinder zu gewährleisten. Es gibt mittlerweile viele, viele Abgassysteme von der Firma Zimmermann, von der Firma Pietz, genau. Albert, Chapeau, wir brauchen gar nicht weiterreden, alles gut, super. Einziger Sponsorpilot vom Stefan. Und er ist auch richtig für Chancen, sich zu fahren, was er abgibt. Ja, ich bin ja auf der Wegreise eigentlich gut weiter. Ich glaube, hinten kann ich mir den schon mal an. Ich hab's auch gehört worden. Aber ich weiß nicht, wieder als Kinderleger. Und danke, dass du mich da erwähnt hast. Danke dir fürs Dabeisein. Ich möchte auch den Stefan bedanken, was ich für euch. Und dass du das Ganze hier machen. Ich bin auf Water gestartet, aber wenn ich, das ist ja die Geschichte dahinten, nicht? Aber die Wetter, diese Nienhäschenlieb, das ist das Mobile, ganz eine tolle Geschichte. Da habe ich auch verfolgt, die März im Forum, ganz eigene Sache. Schöne Modelle hier, ja. Ich muss immer besser vorstellen, Alter. Nicht zu wenig. Gut, macht gar nichts, ich bin auch nicht vorbereitet. Der ganze Wahnsinn ist immer irgendwie auf der gleiche. Insofern, du kennst es ganz klar. Genau, ich muss nachher sogar dringend mal die Stadter und von Mario. Und das Ganze hat ganz, ganz gut funktioniert. Wir haben auch den zweiten Tutor aus dem Hause Reutinerei hier stehen. Vielleicht haben sie heute nochmal Mut, die beiden. Vielleicht haben wir einen ganz, ganz kurzen Applaus für Marius. Dann sehen wir die zwei heute auch nochmal synchron fliegen, Vater und Sohn, Marius und Sascha Reutinerei. Naja, sehr verhalten, aber das ist ja heute noch. Ja, Flugprogramm heute durchgehend bis, ja, hätte jetzt was gesagt, bis zum Abwinken. Auf alle Fälle mal bis 22 Uhr in V-Bahn. Und die Linie Control, es gibt ja hier nicht mal Trinkmöglichkeiten, das brauchen hier die Piloten auch nicht, oder? Ah, im Landeanflug. Nee, nicht im Landeanflug. Langsamer Überflug, das letzte Klappen. Ja, damals sind der Alex und der Sascha auf die butterweiche Landung, das weiß ich bei Marius im Leben. Noch mal ein bisschen Gas. Und dann Nase schön nach oben, weg vom Wasserloch. Genau. Oh, leck mich aber auch. So lang bleiben. Also macht gut mal. Das war toll an. Am Start haben wir einen Rebell 47 gelegt. Im Original angetrieben. Ich glaube, große Durchmesser, Maximometer. Das ist ein riesig großes Ding. 42. War toll, ja. Pilotiert wird die Bell 47 von Werner Christian. Wir haben uns auch zuerst schon diese schöne Prinz Model 12 vorgeflogen.
elektrisch betrieben, wunderbar. Ich schätze mal, Hauptmotordrehzahl auf dem Kopf, um die 7 bis 800 Umdrehungen. 800, ganz genau. Ich sehe die Zeit noch aus der FSM nicht gar nicht, in der Nähe von Augsburg. Du hast in dieses Jahr am 15. bis 16. Jetzt bin ich gespannt, August. Das hat kein Regler ab und da wird auch kein Akku warm. Alles ist schön soft und smooth. Sehr schön. Die Stadion ist bisher der dritte Flug. Am Muttertag wurde sie eingeflogen, also da war die Mutter allein daheim. Normalerweise macht man das ja am Vatertag, ja. Aber ich habe es am Muttertag gemacht. Ja, ich kenne es. Ich war am Muttertag auch hier draußen. Kurz zumindest. Und mein Vater war ein bisschen länger. Mit einer Lambert Pulpi von Martin Lambert. 2 Kilo. Ja. Gut. Aber das hast du hier schon geschafft mit Kraft. Genau. Ich hab's hier wieder besser geschafft. Ich hab auch jetzt einen Kraft hier. Ja. Wie geht's dann? Wie funktioniert das? Mager. Das ist der erste Finger. So, der Doktor zu lang und rein, wunderbar. Der Dominik Altmaier, Hector 33 August, der blickt uns vor, Chris Horizon. Beast, angetrieben von einem 111er. BMW-Motor, extreme Ausschläge. Ich habe den von Stefan Boldner angereist aus München.
11 Kubikzentimeter DLE-Boxer. So, holen Sie Ihre Herde an, fahren Sie auf das Höhenrohr, vollgezogen. Alles macht das Biest mit. Da schauen Sie sich Ihren Anstellring an. Doppeldecker, 111 Kubik, 13 Kilo Abfluggewicht. Kann man schon bewegen, wenn man kann. Das Ganze ist gesteuert ohne elektronische Helferlein. Alles riecht. Das ergibt sich. Ja, der letzte von denen. Volle Tür, wir haben die lange Untertorkwelle. Ja, und möglich gemacht hat uns das Ganze der Stefan von Nitronix und nächstes Jahr wird es noch besser. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja, und an der Stelle, weil wir gleich bei Motorfilm-Rüstung nicht noch etwas aufmerksam machen. Nächstes Wochenende hier beim MSC Zülpich-Hochstadt die Europameisterschaft für Motorfilm namhaften Piloten. So, und da kommt der Stefan Zöller nun rein und da bitten wir um einen ganz, ganz dicken Applaus zu ihm. Genau. Stefan, dein Applaus. Vielen, vielen Dank. Mit der Extra ist mir heute leider schief gegangen, da konntest du nichts dafür, da konntest du nichts machen, alles gut. Umso besser heute. Alles super. Ja, das ist ein bisschen kürzer geworden.
Astreis. Thomas Dörr mit seinem Männern, wo sind die Ansprüche? Vorhin hat schon mal gesehen, immer wieder Puppe. Ich habe bei der Bewegung. Das Original stammt aus dem Jahr 1921. Das ist also ein Nachbau. Wieso kein zweites Mal gibt. Normalerweise ist die GMFC Volksstraße zu dritt. Aber nur ein Himmelskörper ist momentan einsatzbereit. Das ist das von Thomas Dörr. Er ist gestern Abend schon angereist, hat gesagt, super Platz, super Leute. Das kann doch nicht schicken. Und da hat er recht. Wir bleiben hinterhalb, ja. Genau. Und wenn du zum Beispiel so, Thomas, gehst, was wird jetzt die Landung? Vielleicht auch mal zu uns her. Ja, Herr Nick. Kommen wir da zurück. Das sind jetzt Moment. Kommt zur Landung rein. Und wir stellen die Kante mal vor mit drei Stück. Zu sehen in Bad Würlishofen. Mitte September. Vielen, vielen Dank. Versucht eine Stellung hier zu halten, ja? Ja, ich habe heute meinen Herrn Bernd Martin beim Küstenkritter diesen ordentlichen Knopf küstenkritt. Ich sehe hier wieder einen Schubschrauber begleiten von einer Drohne, ein Oktokoppler. Ich sehe heute schon kurz angesprochen die Wertigkeit dieser Modelle, da liegen wir jenseits. Der Hubschrauber wird genauso vorgeflogen wie das Original vor der Flucht. Und wie leicht die Original-Doppeldecker gebaut worden, sieht man aber so, dass jetzt der Tiefflug rechts vom, rechten Platz kommt, an der sehr kurzen Schnauze. Da erkennt man, wie leicht diese Modelle eigentlich über viele gebaut werden. Zwei Mehrzylinder-Rennmotor, Vierzylinder-Motor ausgestattet mit knapp über 100 PS. Ungefähr die gleiche Kraft hat er auch Sockbus. Bei manchen Doppeldeckern aus dem Ersten Weltkrieg muss man auch erwähnen. Ja, man kann an der Oberfläche keinen Panzer fangen bei der Teilung. Wenn man rechtzeitig lang möchte, dein Stefan von Litronics. Und an der Stelle, wenn es gerade schon um Kunstflug geht, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Nächstes Wochenende hier in Hochstadt. Der European Arco Cup, die Europameisterschaft im Motorkunstflug. Hier beim MFC Seefeld Hochstadt. Piloten aus ganz Europa haben Wolfgang Karrhofer und so weiter und so fort. Also da sind wirklich alle Hochkaräter dabei. Nächstes Wochenende hier beim MFC Seefeld Hochstadt. So, und da hat uns eben hergehängt. Gezogenes Höhenleiter, zu ein bisschen im Gas, kein Schaukeln.
vielleicht auch bedingt durch die Barrieren, die man vom Knut und der Firma Barriere, die man abgehört. Intelligent. That's the assistance made in Bavaria. Ja. Danke da. Der Dominik gehört hat, macht sich der jüngste Pilot im Verein. Momentan startklar. Da können wir aber nicht so viel dazu sagen. Ein ganz, ganz junger Pilot. Ja, der wird ein bisschen der Motor aufgezogen und gleich nur an der Seite mit. Übrigens Klaus. Ja, voll in den ja, die Maschine jetzt mit. Die gebaute Rastanzahl. Ja. Profi. Die alte Mädchen spielen nach ganz wenig Doppeldecker. Die ist länger als breit. Das heißt, die Rückmenge ist größer gewesen als die Rocknäfe. Und das, was wir jetzt sehen, macht auch die Originale. Bitte mal einen kleinen Tiefenapplaus, weil der Wind ist nicht unbedingt vom Vorteil. Die Sonne steht auch schon ziemlich tief. Der Pilot muss meistens vom Sonnensektor wegfliegen. Bei der Ultimate war es so, im Original fliegt sie mit weit über 300 PS, dass beinahe ein Leistungsgewichtsverhältnis von 1 zu 2 erreicht wurde. Diese Maschine sind auch so genau, das ist ein heißer Holz, ein Teil, alles Wasserverbundwerkstoffe kommen hier zum Einsatz. Auch die beste Technik natürlich, sei es Motor, sei es Elektronik, alles doppelt überwacht, um eben sicheres Fliegen zu ermöglichen. Das ist immer das Falsche dabei. Und mit dieser Maschine kann man wirklich alles machen. Man kann ganz gelegentlich über den Platz nicht fliegen. Jetzt lassen wir heute mal ausreden, du Arschloch. Geht doch mal jeder aufs Klo und dann sag mir. Komm mal jetzt mal! Chihuahua! Ja, du darfst auch mal applaudieren!
Herzlich eingeladen, kommt vorbei. Die Reihe hat unser Lied Unix Takeoff. Können wir verlangen bleiben. Super. Arzt, Arzt, Arzt.